Die CMT 2024 ist leider schon wieder vorbei, aber dafür sind Throwback-Moments am schönsten, wie unser Mini-Interview mit Dr. Axel Neumann, dem Honorarkonsul der Republik der Philippinen für Baden-Württemberg, der uns mehr dazu erzählte, wie es dazu eigentlich gekommen ist, dass die Philippinen das Gastland der CMT 24 geworden ist. Ja, das war für mich auch total überraschend, vor allem die Dynamik. Ich habe Dax Gonzalez, also unseren Tourismusattaché, im Januar zum ersten Mal kennengelernt. Im Übrigen auch Conchen Ivy habe ich im Januar 23 zum ersten Mal kennengelernt. Habe dann mit ihm mal so gesprochen und habe gesagt, es wäre doch toll, wenn die Philippinen endlich mal einen eigenen Stand hier hätten. Und dann haben wir natürlich auch als Raum für die Zukunft drüber gesprochen, dass wir irgendwann mal Partnerland werden. Und für mich war klar, wir reden über 25, 26, 27. Und dann habe ich den Herrn Bleinroth, den Geschäftsführer von der Messe, im März 23 auf einer Veranstaltung getroffen und habe einfach mal so im Spaß gesagt, wie ist das denn, wenn die Philippinen Partnerland werden? Und dann hat er mir die Konditionen genannt und alles und ich habe das dann an DAX weitergespielt und dadurch, dass dann auch der Herr von Vacano, auch ein Mitglied der Geschäftsleitung der Messe, bei uns Gastredner am Nationalfeiertag war, also zu unserer Veranstaltung vom Konsulat, hat es dann eine Dynamik aufgenommen, von der wir, also auch Frau Stegmeier, echt überrascht waren. Und dass es jetzt so schnell zum Partnerland gekommen ist, ist Wahnsinn und ich freue mich wahnsinnig. Was bedeutet es für die Philippinen und die Filipinos, dass ihr Land zum Partnerland der CMT 2024 ernannt wurde? Und die Filipinos, sie können einfach stolz sein, dass sie hier Partnerland sind. Sie können sich als großartiges Land präsentieren, die tollen Destinationen, aber auch was die Herzlichkeit der Menschen anbelangt. Ich glaube, gerade heute, am Tag der Philippinen, es ist doch herrlich. Ja? Ich hatte ein paar Leute aus meiner Kanzlei hier, die gleich festgestellt haben, dass alle mittanzen, alle mitschwingen. Dann haben wir dieses Jahr ja auch noch, glaube ich, 70 Jahre Feier der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Philippinen. Das war auch ein großes Event. Genau, und ja, und das wird, glaube ich, auch das ganze Jahr noch eines sein. Und insofern, ich glaube, es ist einfach toll. Und wir machen natürlich Werbung und hoffen, dass möglichst viele Menschen jetzt die Philippinen besuchen und sie weiterempfehlen. Und was ist Ihr Lieblingsort auf den Philippinen, Dr. Neumann? Es gibt viele schöne Ziele. Ja, also, und was ich auch noch dazu sagen muss, ich war ja leider auch Corona-bedingt bisher erst zweimal dort. Ja, und ich habe Cebu sehr schön empfunden, Bohol, Panglao. Aber mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, schon Palawan El Nido. Dort waren wir natürlich auf einer kleinen Insel. Und das war natürlich ein Traum, aber die Herzlichkeit der Menschen kann man, glaube ich, überall spüren. Es gibt viele schöne Ziele. Ja? Also, und was ich auch noch dazu sagen muss, ich war ja leider auch Corona-bedingt bisher erst zweimal dort. Ja? Und ich habe Cebu sehr schön empfunden, Bohol, Panglao, aber mein persönlicher Favorit ist, glaube ich, schon Palawan El Nido. Dort waren wir natürlich auf einer kleinen Insel und das war natürlich ein Traum, aber die Herzlichkeit der Menschen kann man, glaube ich, überall spüren. Welchen Ort auf den Philippinen steht bei Ihnen und Ihrer Familie noch auf der Bucketlist? Mein Junior, der ist Surfer, der war jetzt, glaube ich, gerade auf Surigao, hat total gestärkt. Ja, dann wollte ich natürlich, weil es in aller Munde war, Boracay mal kennenlernen. Ich habe aber auch schon viel Gutes über die Reisterrassen im Norden gehört. Habe aber auch gehört, dass es dort natürlich mit mehr Eigenengagement verbunden ist. Also da muss man dann schon auch selber und schwitzen, krackeln. Aber das würde mich auch mal interessieren, weil also wir sind immer so, wir lieben natürlich schon auch Strand und Schwimmen. Aber ich möchte immer auch ein bisschen Kultur von einem Land kennenlernen. Und da ist es eben toll, wenn man ein bisschen rumreist und sich die Dinge anschaut. Ein ganz herzliches Dank an alle, die das so möglich gemacht haben. Vor allem natürlich auch bei uns ganz stark im Konsulat, die Frau Stegmeier, meine Assistentin, die wie immer gerödelt hat ohne Ende und gekämpft hat, dass es was wird. Und dann natürlich den Kollegen aus Frankfurt von der Tourismusbehörde, dem Generalkonsulat.
Conchain Ivy, DAX, die haben uns, ich glaube, ja, wir sind mittlerweile ein tolles Team und ich freue mich ganz arg, wenn es uns gelingt, die Philippinen jetzt auch dauerhaft zu promoten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Axel Neumann, für Ihre Zeit und für dieses kleine Interview.